Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karchen Knack. In der heutigen Folge rettet Kevin einem Kind das Leben. So Kevin, das war's dann mit deinem Freigang. Es wird wieder Zeit, dich in deine Zelle zu sperren. Oh Mann. Na dann Kevin, ich hol dich wieder ab, wenn Zeit für Abendessen ist. Also, bis später. Mensch, das wird auch Zeit. Hab schließlich lang genug gewartet. Jetzt, wo ich hier endlich allein bin, kann ich meinen Plan in die Tat umsetzen und ausbrechen. So, wo habe ich das denn nur liegen lassen? Vielleicht hier unterm Bett? Ha, ich weiß. Ich bin ja auf Nummer sicher gegangen und habe es im Klo versteckt. So, da haben wir ja das gute alte Brecheisen. Damit werde ich jetzt meinen Fluchttunnel freimachen. So, ich glaube, irgendwo hier müsste auch das Loch sein. So, hier ein bisschen und dann, ja. Ha, na bitte, geht doch. Und jetzt nur noch schnell den Stein wegschieben und ich bin frei. Super, da kann ich jetzt runter. Der Weg ist frei. Dann nichts wie raus hier. So, Kevin, Zeit für das Abendessen. Nanu. Kevin? Naja, das ist ganz schön ruhig da drin. Besser, ich schau mal nach. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Zelle ist leer. Oh nein, keiner da. Oh nein, das ist wirklich schlimm. Ich muss natürlich sofort Verstärkung rufen. Achtung, Achtung. Ja, ich bin draußen. Dann wollen wir doch erstmal aus dem viel zu engen Loch hier raus. Schon besser. Okay, als nächstes muss ich jetzt erstmal an Geld kommen. Dafür muss ich was überfallen. So, mal gucken, wo bin ich denn hier überhaupt? Was kann ich denn da mal überfallen? Oh, perfekt. Na, wenn das mal nicht Glück ist. Der gute alte Imbiss, das ist genial. Da wollen wir doch mal. Hände hoch, das ist ein Überfall. Gib mir sofort alle eure... Was ist denn hier los? So, sehr schön. Ihr behaltet jetzt alle die Hände oben. Und wenn einer es wagt, die Polizei zu rufen, dann... Hey, ich glaub's ja nicht. Das ist mein Imbiss. Hä, wer bist denn du? Ich bin Kevin und wenn einer diesen Imbiss überfällt, dann bin ich das. Was soll das denn? Hey, lass das, hör auf. Ah, das tut weh. Ah, alle schon auf dem Boden. Ach, Herr Jemini. Jetzt muss ich schnell abhauen. Weg hier. Ha, genau. Hau ab, das ist mein Imbiss. Und nun hätte ich gerne alle Burger, die du hast. Ja, also würde ich gerne, aber der Typ von eben hat nicht nur die Kasse, sondern auch alle Burger geklaut. Was? Na warte, den hole ich mir. So, ich muss schnell weg, bevor die Polizei kommt. Oh Mist, die ist ja schon unterwegs. Aber zum Glück habe ich ein Fluchtfahrzeug. Und damit kriegt mich keiner so schnell. Und jetzt nichts wie los, ihr kriegt mich niemals. Oh nein, er verschwindet. Oh, ich muss ihn doch irgendwie kriegen können. Oh, damit sollte es doch gehen. Her mit deinem Skateboard, Kleiner. Hey, aber das gehört doch mir. Das war mal so. Jetzt nehme ich mir dein Board. So, und jetzt hole ich ihn mir. Glaubt er wirklich, mich mit seinem Skateboard einholen zu können? Nein, nicht mit mir. Oh nein, ich glaub's nicht. Er will mich abhängen, aber nicht mit mir. Wow. So, ich habe ihn doch bestimmt schon längst hinter mir gelassen. Wollen wir doch mal schauen. Oh nein! Oh nein, ich verliere die Kontrolle! Hab ich dich erwischt! Oh Mann, geh von mir runter! Bevor die Poli... Oh nein, da ist sie schon! Die Polizei ist schon zur Stelle. Oh Mann, so viel Polizei. Dabei bin ich doch gerade erst ausgebrochen. Da haben wir also unseren Übeltäter, der den Imbiss überfallen hat. Im Namen des Gesetzes bist du hiermit verhaftet. Hey, warum werde nur ich verhaftet? Die Pappnase da drüben hat immerhin auch den Imbiss überfallen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Dieser tapfere Kerl hat sich dir in den Weg gestellt, um dich aufzuhalten. Nur deswegen konnten wir dich verhaften. Ich finde, so ein Heldenmut sollte belohnt werden. Und zwar hiermit. Hä, was ist denn das jetzt? Na, ganz einfach. Diese Urkunde weist dich als wahren Helden von Pandido City aus. Was? Was? Ich? Ein Held? Und was kann ich damit alles anfangen? Na, zum Beispiel könntest du damit umsonst ins Schwimmbad gehen. Oder ein Menü beim Imbiss umsonst bekommen. Und noch viele weitere Sachen, die ich gerade nicht weiß. Schwimmbad, sagst du? Das klingt ja höchst interessant, oder?
Was sagt ihr? Was soll ich zuerst machen? Soll ich mir zuerst beim Imbiss was holen? Eine Pizza oder ein paar Gummibärchen, hm? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ich zuerst machen soll. Oder ihr gebt einen Daumen nach oben, dann gehe ich ins Schwimmbad. So heiß wie das ist, ist es, glaube ich, dringend nötig. Und wenn euch auch so heiß ist, dann abonniert den Kanal doch mal. Vielen Dank dafür schon mal. So, und dann nutze ich dann jetzt mal meinen neuen Status aus. Lassen Sie uns doch rein. Wir warten schon so lange. Immer mit der Ruhe, Leute. Es sind leider schon so viele Leute im Schwimmbad. Ihr müsst dann ein wenig gedulden. Oh Mann, hoffentlich kommen wir bald rein. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie gut dieses Ding ist. Es tut mir wirklich außerordentlich leid. Also Entschuldigung, ich glaube, für mich müssen Sie eine Ausnahme machen. Hier, lesen Sie. So, dann schauen wir doch mal. Aber natürlich, kein Problem. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten müssen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Schwimmbad. Aha, warum nicht gleich so? Juhu! Hey, was soll das und was ist mit uns? Wir wollen auch rein. Juhu, ich hab's geschafft. Ich bin im Schwimmbad. Jetzt muss ich mich nur noch schnell umziehen und kann jetzt das Schwimmbad in vollen Zügen genießen. Was war ich denn zuerst? Das Sprudelbad? Oder vielleicht doch Turmspringen? Na, was ist das alles aufregend? Oh nein, 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 nein. Ich weiß, was ich zuerst mache. Oh Mann, wie lange dauert das denn? Entschuldigung, dürfte ich mal einmal Platz machen, bitte? Dankeschön, ja. So, und endlich vorne. So, und jetzt schnell nach oben. Hey, Sie können sich doch nicht einfach vordringeln. Natürlich kann ich das. Lesen Sie nur. Ein Held. Oh, es tut mir leid, bitte gehen Sie vor. Kinder, macht Platz, hier kommt ein Held, der rutschen will. Cool, dankeschön. Was, ein Held? Okay, bitteschön. Hey Jungs, dankeschön. Heldzahn hat echt seine Vorteile. Und los geht's. Wee, wee, oh, wow. Oh Mann, das hat riesen Spaß gemacht. Und als nächstes Turmspringen. Entschuldigung, darf ich mal? Entschuldigung bitte, danke. Ich muss hier mal hoch. Wo ist das hoch? Na komm schon, andere Leute möchten auch. Ganz genau, solche Leute wie ich. Wenn ihr mich bitte vorlassen würdet, ich bin der Held. Was, ein Held? Ganz genau, das können Sie hier nachlesen. Oh, mach Platz, der Held möchte gerne springen. Okay, Papi, bitteschön. Dankeschön. Na, dann wollen wir doch mal. Eins, zwei und los! Mann, hat das Spaß gemacht. Am besten gleich nochmal. Was ist denn das? Hey, Mann, jetzt bin ich komplett nass geworden. Was sollte das denn, Kleiner? Na, warte, Kleiner, das wirst du mir büßen. So, hab ich dich. Vielen Dank, dass Sie mich gerettet haben. Das Kind gehört dir, dein wahrer Held. Was, wie gerettet? Eigentlich wollte ich mir Klein nur eine Lektion erteilen, weil er mich nass gemacht hat. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja wirklich ein wahrer Held. Und vielleicht sollte ich meine Heldenprivilegien nutzen. Auf zum Imbiss. Schon gehört, ein Held soll hier sein. Ja, ich weiß, aufregend, nicht? Bitteschön, Ihre Pommes. Oh, dankeschön. Pommes. Die nehme ich mir. Hey, das sind unsere Pommes, die haben wir gerade bestellt. Lies das. Was? Ein Held? Ganz genau, ich bin der Held und ich kriege diese Pommes. Und ihr könnt nichts dagegen machen. Aber das geht doch nicht so einfach. Ich glaube, wir sollten uns mal beim Bademeister beschweren. Ist das lecker, das Eis? Darf ich mal probieren? Na klar doch. Ein Eis. Das riecht lecker. Das nehme ich mir. Dankeschön. Hä? Was? Das können Sie doch nicht machen. Warten Sie gefälligst, das ist mein Eis. Irrtum, ich bin ein Held. Ihr könnt das hier nachlesen und deswegen gehört euer Eis jetzt mir. Das ist unfair. Held, hin oder her, komm, wir sagen das dem Bademeister, okay? Heute sieht zum Glück alles ruhig aus. Vielleicht sollte ich mal meinen Rundgang machen. Ach, Bob, endlich finde ich dich. Bob, ich will mich beschweren. Beschweren? Aber weswegen? Wegen diesem sogenannten Helden. Er hat uns ganz dreist unsere Pommes geklaut, die wir schon bezahlt hatten. Was, wirklich? Das macht man aber nicht. Bob, Bob, Bob. Nanu, was ist denn bei dir los? Brauchst du Hilfe? Nein, Bob, es geht um diesen Helden. Er hat meiner kleinen Schwester einfach das Eis gestohlen und jetzt weint sie. Was? Er hat dir auch was geklaut? So geht das aber nicht. Kein Held darf sich so verhalten. So, ich werde ihn mir mal vorknöpfen. Ah, da ist er ja. Und die Beweismittel hat er gerade bei sich. Kevin,
Kevin! Kevin, wach auf! Was? Bob, was ist denn los? Ich habe gerade so schön geschlafen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber ich werfe dich hiermit aus dem Schwimmbad. Was? Rauswerfen? Aber das kannst du nicht. Hier, Bob, guck mal, ich bin ein Held. Held hin oder her, trotzdem haben zwei Badegäste sich bei mir beschwert. Du kannst froh sein, dass ich dich nur für heute rauswerfe und du kein Hausverbot bekommst. Was? Hey, das kannst du nicht machen, Bob. Ich kann und ich werde. Ja, na warte, das werde ich dir noch heimt sein, Bob. Du solltest dich lieber beeilen, die Polizei ist bestimmt schon unterwegs. Was? Die Polizei? Warum sagst du das nicht gleich? Ich muss hier schnell weg. Hab ich dich endlich, Kevin. Fast wärst du uns entkommen. Hiermit bist du verhaftet. Oh, Mist. Oh nein, ich bin doch ein Held. Tja, Kevin, auch als Held darfst du dir nicht alles rausnehmen, oder? Wie sieht es denn bei euch aus? Wolltet ihr schon mal Held sein? Wenn ja, was habt ihr dafür getan? Oder schreibt doch mal in die Kommentare, wer ist euer Lieblingsheld? Das würde uns wirklich sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das wird uns sehr freuen. Und teilt das Video mit Freunden und Familie oder abonniert den Kanal. Einfach hier oben links auf das Logo klicken und kein Video mehr verpassen. Und hier drüben sind noch zwei weitere Abenteuer aus Pandido City, der Playmobil-Polizei. Ich werde jetzt wieder meiner Arbeit nachgehen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.